Freizack, der Kanagi, die nächste Königswaffe. Und du hier? Genau, hör auf zu grinsen. Genau so sieht's aus. Hey, mach keinen Scheiß. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Ja, die Eisgöttin war hier. Was? Keine Angst, ist schon wieder weg. Könnt ihr im Zug nach dem Rechten sehen? Ignis, kannst du laufen? Ja, danke. Geht schon. Okay, auf geht's. Ey, der schon wieder. Echt jetzt? Darf ich vielleicht langsam zu Noct übergehen? Oh. Für einen Moment sah ich mich echt im Grab. Hätte beinahe vergessen, dass Götter mächtig sind. Doch mächtig, das bin ich auch. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht sterben. Der Schmerz jedoch war sehr real. Du Sadist. Rate mal, was ich hier hab. Na, was ist das? Oh, ich sollte eher fragen, von wem ich das hab. Du erinnerst dich doch, oder? Na? Nicht so schnell. Das gehört dir nicht. Wo ist er? Wer? Prompto. Nicht weit. Wo? Nein, Gralea. Wo sonst? Endstation. Sicher wäre er höchst erfreut, dich zu sehen. Vielleicht findest du dort ja sogar den Kristall. Wirkt angeblich gut gegen die Siecher. Wäre das nicht was? Dann mal viel Glück. Freunde fürs Leben. Nächstes Kapitel abgeschlossen. Das geht jetzt wirklich relativ schnell. Gegen Ende hin. Kapitel 13. Die Rückeroberung. Ardin hat Noctas nicht nur Heimat und Kristall genommen, sondern auch Menschen, die er liebte. Nun wartet der Kanzler in Gralea. Und der Frache sind. Oh Gott. Nicht mehr lange bis Gralea. Ja. Frag mich, wie es dort wohl aussieht. Sicher ist die Stadt voller Sicher. Kann's kaum erwarten. Sobald wir in der Stadt sind, suchen wir einen Weg zur Festung. Festung? Segnautus. Eine riesige Militäranlage über der Stadt. Dann müssen da der Kristall und Prompto sein. Wir brauchen eine Strategie. Ob es wahr ist, dass man die Sicher mit dem Kristall endgültig vernichten kann? Auch wenn wir noch keinen Beweis haben, ist es nicht auszuschließen. Je länger die Nächte wurden, desto mehr Sicher konnten wir auf Eos beobachten. Wenn sie das Licht des Kristalls scheuen, könnten wir mit ihm vielleicht nicht nur Lucis, sondern die ganze Welt retten. Na dann, holen wir uns den Kristall zurück. Was zum... Was ist passiert? Nicht sicher. Riecht nach Ärger. Und schon wieder stoppt der Zug. Wird auch langsam ein bisschen nervig, ne? Aber gut, schauen wir einfach mal, was es diesmal ist.
Ups. Was war das? Los, greifen wir! Was ist los? Ich kann keine Waffen beschwören! Vorsicht! Lauft! Los, schnell! Na, super! Ohne Waffen sind wir ihnen ausgeliefert. Wir müssen fliehen. Wie denn? Wir nehmen den Regalia. Schnell! Achso, dafür haben wir den also mit, okay. Los, schneller! Festhalten! Gut. Fahr los! Na, was vor Ablauf der Zeit durchs Stadttor fahren? Sämtliche Zugänge nach Gralea werden versiegelt. Okay. Na denn? Immer weiter, nicht bremsen! Das weiß ich selbst! Fahr nirgendwo gegen! Das weiß ich selbst! Wo fahren wir lang? Wir sind in einem Tunnel! Auf den Schienen! Halt bloß nicht an, sonst kriegen sie uns! Ich war ja schon! Haltet euch fest! Alter, ist das rutschig! What the fuck? Ja, übel! Und krass. Was war das? Die wollen uns voll in die Luft jagen. Ja, sieht ganz so aus, ne? Wenn wir getroffen werden. Der Wagen gehörte dem König. So leicht kriegen sie ihn nicht kaputt. Aha. Weich den Schüssen aus, Nacht. Der Regalia ist gepanzert, er hält einiges aus. Konzentrier dich aufs Fahren. Verdammt. Sonst. Ah! Ich sehe absolut nichts hier. Null! Das ist voll der Nebel, ey. Alter, Wurf. Okay, das war, glaube ich, jetzt nicht so günstig. Ach, das war gescriptet, okay. Weiter geht's nicht. Weit genug. Vater, vielen Dank fürs Mitnehmen. Oh Mann, jetzt marschieren wir hier mit leeren Händen ein. Und ohne Gewissheit, ob der Kristall tatsächlich die Sicher zurückschlagen kann. Leider haben wir keine andere Wahl. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja. Gralea, die imperiale Hauptstadt. Den Eingang zu irgendwas finden. Die Waggons fallen bestimmt gleich in sich zusammen. Kommt weiter. Hier geht es raus. Gut. Gibt's hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Oh Gott, jetzt war ich erschrocken, ey, wo sich Claudio so hergeportet hat hier. Meine Güte. Ah ja, hier liegt tatsächlich noch was.
Eine Gedenkmünze. Immerhin, eine mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon... Halt, falsch. Wie viel ich davon inzwischen habe. Gucke mal schnell. Wartet mal, wo war denn das? Gedenkmünze, 19 Stück. Da fehlen immer noch einige, ne? Bis ich mir das Schleife-Item leisten kann. Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, Regalia ist futsch. Wow. Natürlich. Hey, Ignis, Gladio. Wem möchtest du folgen? Noctis. Schwierigkeitsgrad normal. Gladiolus und Ignis. Schwierigkeitsgrad leicht. Ich würde mal sagen Noctis, oder? In seltener Bereitschaftsanlagen kannst du deine Route ändern. Die Route von Gladiolus und Ignis ist weniger beschwerlich als Noctis Route. Okay. Achso, ich muss sagen. Kann halt nichts machen, okay. Na denn. Ich bin bereit. Alles klar. Der Ring der Lutes befähigt zum Einsatz von Magie. Mit Tod können Gegner aus der Distanz angegriffen werden. Beim Sieg über die Gegner regeneriert der Zauber zudem die LP des Anwenders. Wie sind die denn hier reingekommen? Okay. Aber es verbraucht MP, also aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Eine dekorative Flasche. Naja, ein bisschen mehr hätte ich mir jetzt schon erwartet, ne?
Naja, gut, also allein unterwegs mit Noctis. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Über einen Follow auf Twitch freue ich mich natürlich auch. Und ansonsten schaut auch gerne bei meinen Partnern vorbei. Die findet ihr bei Twitch unten in den Panels. Und ja. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und tschüss, bis zum nächsten Mal.